Willkommen zurück bei Minecraft. Hallo? Jemand da? Hallo? Oh mein Gott. Hey, da ist Kohle! Yay! Yeah! Was ist da hinten? Da ist, ich sehe es gar nicht. Das ist ein Skelett hier. Ich schieß mal drauf. Verdammt, wir haben keine Pfeile mehr. Nun gut. Wir werden uns ja in dem Part die Klippe anschauen. Was heißt ja anschauen? Wir wollten hier sterben, aber zuerst erst eine Truhe her. Truhe, 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 hier, Truhe. Nein, da, hier so. So, die Truhe hätten wir, da kommt jetzt das ganze Zeug rein. Aber dann nehmen wir mit. Was heißt hier Zeug? Wir haben schon, wir haben fast gar nichts mehr. Was wir reinlegen könnten. Was ist das? Ah, ist das ein Spinnennetz? Tatsache, da ist eine Mine da unten. Seht ihr das? Cool. Und wo Minen sind, da sind auch... Na, wer kommt drauf? Schätze. Erstmal markieren, damit wir hier gut sehen, dass hier unsere Basis ist. So, wo ist denn unser Eisenschwert? Wir haben es hier ganz einfach weggelegt, okay. Hallo? Der Zombie ist bestimmt da. Hallo? Gut, soweit ist alles sicher, sehe ich gerade. Oh mein Gott! Ein Enderman! Bloß nicht anschauen, sonst ist er wütend auf uns. Oder wollen wir es riskieren? Oje, oje, hier ist ganz schön was los. Seht ihr das? Na komm, holen wir den mal her. Komm her! Na, jetzt porte dich schon her. So, wo ist er denn jetzt? Er könnte jederzeit auftauchen. Andy? Oh, hi! Na, wie geht's denn? Ich glaube, der ist wütend auf uns. Na, komm her! Ah, komm, der will anscheinend nicht. Der will uns nicht angreifen. Hui! Verpiss dich, du! Haha, Enderperle. Oje, oje. Oje, das war jetzt schon mal der erste Kampf. Aber es folgen noch weitere, da bin ich mir ziemlich sicher. Wo geht's denn hier lang? Ein Zombie schwimmt da unten, da habe ich gerade eine Hand von ihm gesehen. Da ist anscheinend noch was, oder? Ein Skelett! Hi Skelett! Es kommt her! Ne, es kommt nicht her. Zum Glück. Boah, die Klippe ist aber ganz schön riesig. Aber ich möchte jetzt zur Mine hin. Ja, bevor wir uns hier noch länger aufhalten, baue ich mal hier einen Weg nach unten. So. Uiuiui, ich habe schon wieder ein ganz mieses Gefühl bei der Sache und da sind zwei Skelette. Könnte ein Hinweis für einen Spawner sein. Und ein Creeper. Er ist in die Mine reingelaufen. Guten Tag, ich suche hier den Weg zur Mine. Können Sie mir helfen? Ich schleiche mich vorsichtig an ihn ran. Boah, er kommt her! Ah! Ah, wie unfair! Ich komme nicht an dich ran. Warte schnell. Nein!
Hey, Redstone, ist das Redstone? Zombie. Stirb! Da ist Lapis. Tschüss! Oh nein! Grüne Geselle. Komm, geh weg. Ich will. Ich will nicht mit euch spielen. Bleibt weg. Sie kommen hoch. Toll. Tschüss. Wo ist dein Kollege? Hab ich mich hier jetzt verjagt? Verdammt! Ich hätte mir denken können, dass er sich da hinten verschanzt hat. Naja, hier ist jedenfalls die Mine und hier ist ein weißes Skelett. Ey Leute, immer ruhig mit den jungen Pferden, ja? Oh, hier ist ganz schön was los. Noch ein Skelett, also. Leute! Aus! Auszeit! Ich muss was essen. So, hier, können wir uns verschanzen. Erstmal durchatmen, wir haben ein bisschen Leben verloren. Ah, wir haben hier schon. Okay. Oh je, oh je. So viele Skelette habe ich noch nicht gesehen auf einmal. Gut, jetzt müssen wir wieder einen Weg nach unten bauen. Sag bloß, da ist noch ein Skelettbuster. Tatsache. Hier ist irgendwo ein Skelettspawner. In der Nähe der Mine ist ein Skelettspawner. Der schlimmste Spawner, den es gibt. Hey! Lass mich doch in Ruhe. Ach komm, gehen wir mal da rein, werfen mal einen Blick drauf. Hier ist eine Truhe. Gold haben wir gefunden und Melonensamen. Haha, sowas hat der Gronkh wohl nicht. Ja doch, hat er inzwischen schon, aber wir haben es jetzt vor ihnen dieses Mal. Wir können Melonen jetzt pflanzen. Yay! Hi, was geht? Noch ein Skelett. Wo kommen die denn alle her? Nein! Oje, oje, die Wolle schmeiß ich weg. Das Eisen ist kostbarer. Die Schienen lassen wir mal hier. Hier haben wir Holz, das können wir ja mitnehmen. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass ich etwas von etwas bewegt wurde. Eine neue Bewegung ist ins Land gerufen. Es heißt die Bewegung der Zombies. Gut, ich gehe mal wieder zurück zum Lager, dann lagern wir mal die ganzen Melonensachen. So, Home Sweet Home, obwohl es nicht unser Zuhause ist, aber egal. So, Melonenkerne. Das ist schon mal ein riesiger Fund. Das Gold lagern wir auch rein, das können wir für Schienen gebrauchen, Eisen auch. Die Schere lassen wir hier, die Enderperle lassen wir da, das lassen wir da. Wo haben wir eigentlich das Brot her? Haben wir wahrscheinlich in einem Dungeon gefunden oder so. Fäden lassen wir auch da. Okay. Mit dem Schwert bewaffnet. Wagen wir uns weiter in die Klippe rein. Ich dachte gerade, das Wasser wäre Creeper. Wäre Creeper. Mein Deutsch ist echt cool. Mein Deutsch cool sein. Und der Zombie, dem gefällt es anscheinend. Ah, jetzt sieht man richtig, wie groß diese Klippe hier ist. Seht ihr das? Ist ja unglaublich, wie hoch das jetzt ist. Da ist noch ein Skelett, also wenn da kein Spawn in der Nähe ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Drei Skelette. Und da kommt schon wieder eins.
verkrümeln wir uns schnell. So, jetzt machen wir einen auf Sniper und schießen ihn auf seinen Kopf. Müsste eigentlich extra Schaden geben. Rein vom Logischen her. Und tschüss, den hätten wir. Jetzt kommt sein Kollege an der Reihe. Nein, keine Pfeile mehr. Verdammt. Ich glaube, ich gehe erst einmal hier lang. Vielleicht finden wir hier noch etwas Interessantes. Yep, wir haben etwas Interessantes gefunden. Seht ihr das? Wie kommst du denn dahin, mein grüner Freund? Sagen Sie mir, wie Sie hierher kamen. Guten Flug. Ein falscher Schritt. Und wir werden von Zombies gefressen. Und Skeletten. Oh, hi. Verschwinde! Du raubst mir die Sicht. Noch ein paar Skelette. Da ist ein Enderman, sehe ich. Wir sind hier in Skeletthausen. Und da ist der Creeper, den wir vorhin runtergeschubst haben. Mit zarter Hand. Und der Creeper geht jetzt in die Mine rein. Uiui, das sieht ja immer unheimlicher aus. Und je weiter ich reingehe, desto mehr Angst habe ich. Ach du Scheiße. Das ist doch mal eine Mine. Oh, Mine Gott. Und da ist eine Spinne. Ich traue mich nicht weiter zu rennen, aber ich muss. Komm schon, Kevin, überwinde deine Angst. Angst ist der größte Feind des Menschen. Besiegt man seine Angst, hat man auch seine schlimmsten Ängste besiegt. Ach du Kacke. Hey! Wo ist die Spinne? Ich glaube, die Spinne. Wo ist die Spinne? Hier ist die Spinne. Überall Monster. Wir sind in der Hauptstadt der Zombies und Creeper angelangt und der Skelette vor aller Dingen. Denn die sind hier überall. Hinter jeder Ecke. Ach Leute, ich will nicht mehr. So, ich suche jetzt einfach mal nach einem sicheren Ort, wo wir dann runterjumpen können. Und das hier sieht ja nicht ganz sicher aus. Im Gegenteil, das sieht eher nach einer Falle aus. So. Auf eine Falle falle ich nicht herein. Haha. Und lahme Witze machen das hier noch schlimmer. Und wir haben keine Fackel mehr langsam. Und Kohle fehlt uns auch. Da ist zum Glück Kohle hier an der Wand. Holen wir die uns einfach mal schnell. Laufen wir einfach mal zurück. Hey! So.
Ja, ihr merkt, ich bin jetzt hier sehr ruhig gerade. Weil ich Angst habe. Ich habe Angst. Ich will nach Hause zu meinen Schäfchen. Ich will mit meinen Schäfchen kuscheln zu Hause. Und nicht hier mit Zombies um Erze kämpfen. Ach du Scheiße. Das sind wieder Skelette. Da ist unsere kleine Zwischenbasis. Ich vermisse meine Schäfchen. Gleich fange ich zum Weinen an. Fuck! Jetzt noch nie hatte ich in einem Let's Play so viel Angst wie jetzt. Aber es wird sich sicher noch toppen. Ich habe hier noch jede Menge Horrorprojekte in meinem Kanal geplant. Darunter Amnesia. Ich bin gespannt, wie ich dann da aussehen werde. Ja gut, es wäre nicht so schlimm, wenn es hier keine Creeper geben würde. Aber allerdings wäre es auch ein bisschen langweilig, wenn nur Skelette und Zombies kommen würde, die man dann leicht abmetzeln könnte. Das ist doch mit Creepern schon spannender. Hey! Ach, das war nur mein... Ah! Da habe ich schon Angst, weil meine Spitzhacke kaputt gegangen ist. Ach Gott. So, ich werfe jetzt nochmal einen Blick nach unten. Ich will das Redstone und das Lapis, was da an der Wand klebt. Aber die Skelette bewachen das äußerst gewieft. Ich habe ein neues Wort gesagt, gewieft. Da! Ich will euch nichts. Nein! So, hier kannst du mich nicht erwischen. Hey, Hinterhalt! Aha! Kleb ruhig, bleib ruhig kleben. Das ist besser für dich. Wir können uns hier ja einen kleinen Unterschlupf machen. Wieder. Muss ja nicht so sein wie oben, halt nur zum Sichern halt das ganze Zeug. Ich mit meinen Unterschlüpfen. Okay. So. Oh, hi Skelett, das da drüben rumläuft. Es ist nur zum Verschanzen da, ne? Keine richtige Basis, einfach nur zum Sichern, sag ich mal. Wo ist unser Crafting-Table? Wir haben kein Crafting-Table. Dann machen wir uns einfach eine so Schiene mitnehmen. Die können wir ja bauen, die können wir ja gebrauchen, um unser Dschungel mit dem Sumpfbiom zu verbinden. Nein, nicht das. Schnell schauen. Ah, okay, da kommt nichts. Zack, 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 zack. So. Okay. Jetzt haben wir hier wieder eine kleine. Ja, eine Verschanzungs. Ein Verschanzungspunkt. Mit Glas wäre es hier noch besser, aber gut. Man kann nicht alles haben. Ach du Fuck. Ach du verfickte Fuck. Fuck. Drei Skelette. Da hinten läuft auch noch etwas. Gut, jetzt versuche ich mal das Lapis mitzunehmen. Lass mich doch in Ruhe. Ah! Jetzt wollte seinen Kollegen wieder her. Also mal ernst, Leute. Aua! Nein, es leckt bei mir. Nein! So, jetzt sind wir sicher für euch. Nee, du wurmst hier nicht rein. Nein, doch, hier kommt rein. Nein, jetzt aber. Ah, nein, es leckt hier auf einmal so sehr.
Warum leckt es auf einmal so? Ich kämpfe hier mit Skeletten und es leckt und wir haben noch zwei Herzen. Schrecklich. Okay, ich riskiere es mal. Es kann uns hier nichts tun zum Glück. Jetzt warten wir erst einmal. Verpulver euch deine Pfeile, genau. Ihr habt ja eh unendlich Munition. Euch braucht ein Frame pro Minute, eine Framerate. Framerate, sagt man Framerate? Ach egal, ihr wisst schon, was ich meine. Warum leckt es jetzt auf einmal so? Liegt es an den vielen NPCs, die hier überall sind, oder was? Ich glaube, ja. So, ich lege mich jetzt mal mit dem an, auch wenn es leckt. Der erste. Und der zweite. Und danke für eure Knochen. Die laden wir einfach mal da rein. So, okay, ich mache da am besten nur ein Guckloch. Guck mal, Skelett. Let's stone. Hey! Redstone. Oder sind es vielleicht Diamanten? Wir schauen nach. Obwohl, ich glaube, das ist Lapis. Ja, es ist Lapis. Genau. Ich piss mich gleich hier weg. Und die Spinne kommt her. Willst du spielen? Spinnen sind noch ganz cool, aber Skelette uns. Creeper sind meine Hassmonster. Ah! Du, gell? Wah! Nein! Es kommen wahrscheinlich die ganzen Zombie-Skelette von dem... Aha! Ein Dungeon! Ein Skelett-Dungeon! Zumachen! Ein Skelett-Dungeon! Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Es war ein... Habe ich dich eingeladen? Raus aus meinem Haus! Ihr vermehrt euch hier in einer Mine und geht euch als Spinnen-Dungeon aus. Als Spinnspawner aus, obwohl es eigentlich ein Skelett-Spawner ist, ihr kleinen Idioten. Verdammt, wie kommen wir jetzt da ran? Also ich habe es noch nie mit einem Skelett-Dungeon zu tun gehabt. Auf jeden Fall weiß ich, dass es die seltensten Dungeons sind, die es gibt. Ah, wie geht's denn so? Hä? Hast du es auf den Knochen? Ah, fetter Aimbot, du. Nein, mein Schwert ist kaputt. Wir brauchen ein neues Schwert. Kacke. Gut, Skelett, so, hier. Überall. Das ist unser dritter Dungeon, den wir schon gefunden haben. Die ersten waren ja Spinnen-Dungeons. Und jetzt haben wir ein Skelett-Dungeon gefunden. Wir haben bis jetzt noch keinen Zombie-Dungeon gefunden. Das sind normalerweise die nicht so seltenen. Na gut, das ist immer was Positives. Jetzt kriegt man ein bisschen Erfahrung und ein paar Knochen. Alter, scheiße. Die Skelett-Horde. Hi. Ach, Junge! Okay, mal schauen. Schnell! Anscheinend greifen die uns nicht an, aus irgendeinem ominösen Grund. Und wenn doch, mache ich mir jetzt gleich in die Hose. Gut, Leute, ich muss euch mal schnell töten, ne?
Ist eigentlich die Tür da drin zu? Ja, ist es. Wir können ja daraus wieder eine Monsterfalle machen. Ich mache mal die Spinnennetze weg hier. Ach, das ist ja cool. Der Spawner, der ist ja... Der ist ja durch irgendwas getrennt worden, sag ich mal. Aber wo ist der Spawner? Boah, Jungs. Chillt doch mal. Ich sag dir, chillt mal. Da oben ist nix. So, jetzt mach ich mal das Zeug da weg. Wo ist der Spawner? Nein. Das machen wir mit das hier weg. Aha, das ist, sehen wir schon mehr. Und du lässt mich, ja? Warte mal kurz. Ah! Ich trau mich gar nicht da reinzugehen. Ah! Jetzt aber. Jetzt bin ich langsam sauer auf euch. Ich bin jetzt schon sauer auf euch, aber. Nein! Suppe nicht wegschmeißen! Das hier so. Da ist gerade was gespawnt. Ein Skelett. Das ist jetzt die hundertprozentige Bestätigung, dass hier ein Skelett-Dungeon ist. Ah! Und da ist ein Skelett-Dungeon. Oje, oje. Ich hab doch alles erhält, Leute. Na gut, immerhin kann ich mein Skill gegen Skelette ein bisschen verbessern. Hä? Bist du zu blöd zum Schießen? Ah ne, das ist ja nur der Pfeil. Das hier kommt weg. Ach, verdammt, ich hole mir jetzt eine Schaufel, so kann ich nicht arbeiten. So, mal schauen, das hier und das hier. Okay. Und unser Schwert ist schon wie fast kaputt, ist ja unglaublich. Wie viel hier kämpfen in dieser Höhle. So. Wir haben keine Fackel mehr. Ich mache mir mal schnell eine. Was heißt ja eine? Ich mache mir gleich einen ganzen Vorrat. So. Hier scheint auch nichts mehr weiteres zu sein. Zwei Truhen, cool. Oh, warte mal. Kakaobohnen, na gut. Brot, Fäden und ein Sattel. Lagern wir das mal in unsere richtige Truhe. Kakaobohnen, damit können wir uns Kekse erstellen. Und in späteren Versionen werden die noch zum Pflanzen gebraucht. Also sind, ja, da kann man sie halt einpflanzen. Warum haben wir eine Feldhacke dabei? Wir haben tatsächlich eine Feldhacke dabei. Was habe ich mir dabei gedacht? So, okay. Mir ist am besten hier schön hell, damit hier überhaupt nichts mehr spawnen kann. Okay, was ist in der Truhe? Schwarzpulver, noch eine Kakaobohne, Eisenbahn, Weizen, Weizen, Eimer und Faden.
So, und das ist hier noch weg. Okay, und was ich daraus machen möchte? Ich möchte daraus eine Skelett... Na, Skelett sage ich immer nicht. Ja doch, eine Skelettfalle bauen. Das können wir vielleicht im nächsten Part machen. Und da werde ich mich wahrscheinlich wieder sau oft erschrecken beim Arbeiten. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt eigentlich aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich schätze gerade, wir haben so 20 Minuten schon aufgenommen. Oder 25. Ach du Scheiße. Warte mal kurz. Weh, du zerstörst den Spawner. Gut, danke. Also gut, dann schaue ich vor, ich mache hier Schluss. Und dann bearbeiten wir im nächsten Part den Spawner hier. Bis dann, Servus.